Herzlich willkommen, guten Abend. SMLNS mit der mittlerweile sechsten Ausgabe der Serie SMLNS testet eure Decks fürs neue Format. Ja, heute testen wir Wind-Up. Wind-Up, weil klar, dass es auch noch dran kommen muss. Das Deck war letztes Format sehr dominierend, hat einige YCS gewonnen und alle haben gesagt, ja, das hat hart von der Liste kassiert und man soll es ein bisschen in die Tonne treten. Allerdings ist das Deck immer noch richtig spielbar und richtig stark. Und ja, mal gucken, ob ich euch davon überzeugen kann, dass das Deck immer noch einiges kann. Ab geht's in den Duel Room. In den Pool. Und wir schauen. Schere, Stein, Papier gewinne ich. Das ist natürlich wieder cool. Und das Gute an dem neuen Wind-Up ist, man kann mit MX Sable Beschwörer halbwegs kompensieren, dass diese Mighty verboten wurde. Diese Starthand ist natürlich wieder Duel Network Standard Scheiß. Und ich kann damit erstmal nicht viel anfangen. Gene Warp Wolf, der fehlt doch direkt mal die BTK. Das ist natürlich skillvoll. Immer erst das Monster ausspielen, dann ein MST. Deswegen ist MST so eine wahnsinnig tolle, skillvolle Karte. Und dann ist er ganz gierig und macht einfach Damage. Dann bin ich fast sicher, dass da jetzt einer von diesen Fallen da liegt, die 700 und 300 dazu gibt. So. Da ich das nicht schön finde, muss die erstmal weg. Okay, ich habe sie nicht getroffen. Dann muss ich das Monster doch mit dem Dark Hole entfernen. Und mit Turgeld versuchen, ein bisschen Faxen zu machen. Denn mit Turgeld kann ich jetzt schnell den Invoker holen und den Invoker kann ich wieder aus dem Deck special. Dann habe ich auch schon ein Ziel für Ratte. Da ist er. Effekt. Und der Special Green, jetzt den Wollende. Oh, der ist ganz cool, weil er einfach deffert und weil er sowohl sich als auch ein anderes Monster pushen kann. Also er muss nicht sich selber pushen. Da der Invoker ja möglicherweise in der sehr netten Zug auch noch überlebt, kann er gleich noch einen zweiten Special. Yep. Und schon hat der Invoker zwei Monster gespecialt und schönes Plus generiert. Jetzt werde ich nämlich direkt einen Rang 5 Exploit hier auspacken. Dann nehme ich am liebsten Tiras, weil Tiras eh cool ist. Im Mai hatte ich leider keinen Platz drin. Also dasselbe. Oh, Fail! Der Invoker zerstört das Monster in einem Phase. In dem Fall muss ich natürlich erst noch die Ratte auspacken. Und dann machen wir trotzdem ein Tier aus. Das war natürlich jetzt ziemlich fail. Man sollte die Karten immer lesen, bevor man sie spielt. Wait, schreibt er, warum wait? So dumm zum Scheißen, Alter. Okay.
Aber ich denke, er hätte sowieso nichts mehr gegen mein Feld machen können. Ich hätte dann noch ein Prism nachgezogen und Tyra ist einfach zu gut gegen Firefist. Ja, wie ihr seht, Windup ist immer noch am Leben, auch wenn ich ein bisschen gefailt habe. Das Deck läuft, ist echt ganz cool und ja, test es doch selber mal.